Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf der Cursed Island mit Malkondo. Und mit Mulenia. Hallo. Hallo. Wie geht's dir denn so? Du, seit dem letzten Part hat sich nicht viel getan. Nicht? Nö. Okay. Wir haben den Part ja erst vor einer Sekunde beendet oder so. Ach so. Du bist immer noch falsch in der Richtung. Und wir müssen hier in die Richtung. Wieso das denn? Wir sind guck mal, Smaragde. Ich sagte, wir müssen hier in die Richtung. Ja, das ist also Mulenia. Oh, und wie viele? Ja. Yeah. Mulenia hat echt Glück. Ja. Es ist. So, jetzt haben wir uns über die Höhle weggekuppelt. Jetzt müssen wir wieder so in die Richtung. Wieder andere Richtung. Gott, wir höhlen ja echt noch den ganzen Berg aus. Ich hab sie gefunden. Oh, da ist Dings. Lapis, guck mal. Oh ja. Ich bin auch gleich reingesprungen, aber das ist auch nur so ein Mini-Teil wieder. Au, ja, macht nichts. Das sind alles nur so winzige Dinger. Mhm. Wir sind auch schon auf Stufe 10. Ja, ich weiß, also so langsam sind wir echt tief. Hier ist auch so gar nichts, ne? Nö. Nö, überhaupt nichts. Hier ist gar nichts. Nichts, gar nichts. Dann würde ich sagen, buddeln wir uns doch weiter Richtung Norden. Ja, warum nicht? Wir und müssen aber wieder nach oben, Richtung oben jetzt. Wir sollten nämlich mal wieder hoch und Inventar lernen und so. Du, das ist eine gute Idee. Und vor allen Dingen auch mal gucken, was wir machen müssen. Dass du das immer vergisst, wir müssen den Diamanten finden, den Cursed Dungeon finden, eine Hütte bauen und einmal ein volles Set. Rüstung und Werkzeug. Ich glaube, das war es auch schon fast alles. Okay. Das ist eigentlich gar nicht schwer zu merken. Ist ja nicht viel. Dann sollten wir vielleicht einfach mal ein Ding abschließen, das Haus mal zu Ende bringen. Was hältst du davon? Dass wir mal eine Sache schon mal fertig haben. Ja, finde ich gut. Und wir können ja auch eigentlich schon die Dia-Sachen anfangen, genau. Mhm. Einiges zu machen. Oh, ich habe schon wieder Smaragde gefunden. Ist ja unglaublich. Die kann man für nichts gebrauchen. Nee. Und die finde ich wie blöd. So, jetzt habe ich keine Dingshacke mehr. Jetzt kann ich meine Eisenhacke nehmen. Meine Eisenhacke ist gleich kaputt. Aber ich habe dann noch eine. Gut. Da müssen wir uns nämlich auch noch neue Hacken machen. Wir verballern ja auch hier ganz schön unnötig die Hacken. Ne? Man könnte ja auch, der eine könnte dem anderen hinterherlaufen. Ja. Dann würde man sich die Hacken sparen. Aber so kann man ein bisschen mehr abdecken. Da hast du recht. Ich bin schon echt gespannt, wie wir das nachher machen mit dem Berg irgendwie. Wie wir das handhaben wollen. Jo. Den Cursed Dungeon zu finden. Am besten wäre tatsächlich von oben abtragen. Ja. Einfach von oben jede Lage nach und nach runterbauen. Ja. Dann hat man auf jeden Fall auch alles gefunden. Ja. Das wird sich aber hinziehen, ey. Part 562, Cursed Island. Ja. Das wäre schon doof. Klack. Ja, ich hab's gehört. Ist auch lieber. Ich hoffe, wir sind gleich mal irgendwo oben. Du, das ist ganz hoch gewesen. Ich glaube bei Stufe 90 oder so. Also. Ah, okay. Das ist ganz, ganz hoch oben gewesen. Und wir sind schon echt tief. Ja. Wir haben auch immer noch das Eisen in dem Loch, ne? Okay, ich stoß hier gerade auf Wasser. Oh, dann sind wir vielleicht am Meer oder so. Nee, es sieht eher aus, als wenn das aus einer Höhle kommt. Okay, ich habe bald keine Fackeln mehr. Ich kann mir noch ein paar machen. Ich ertrinke tatsächlich. Oh, verdammt. Ich muss hier weg. Nicht ertrinken, das wäre jetzt doof. Hier scheint nur irgendwie so ein Block Wasser irgendwie zu sein, so mitten im Berg. Okay. Total doof. So, jetzt, ich buddel mich einfach ein Stück weit. Das hat nicht viel gebracht. Da war nichts. Ich hoffe trotzdem, dass wir bald oben sind, weil ich habe, glaube ich, nur noch die eine Hacke. Ich habe auch nur noch eine. Ach doch, ich habe ja noch die verzauberte Tough Guy Hacke. Ach so. Da hast du doch auch eine von, oder? Ach so, die habe ich ja gerade in der Mache. Ah. Was ist das, eine Dia-Hacke? Nee, eine Eisenhacke. Eine Eisenhacke mit Haltbarkeit. Oh, ja. Ich glaube. So, hier ist auf jeden Fall schon mal alles Erde. Echt? Ja, das sieht schon mal gut aus. Das ist schön. Du bist auch viel weiter als ich. Warum auch immer. Ja, mich hat das Wasser jetzt wahrscheinlich. Ach klar, natürlich. So, jetzt sammle ich alles Dreck ein. Hm. Alles so Zeug, was man nicht. Ah, ich bin draußen. Echt? Cool. Ja. Und es ist Tag tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Und wo? Ah, wir sind genau am Haus rausgekommen. Echt? Jo.
Warten wir mal auf Mulenia. Ich glaube, ich sollte hier mal ein Stück weggehen. Wer weiß, wo die gleich rauskommt. Sonst falle ich nämlich runter. Na, na, na. Warten wir mal ab und gucken mal, wo sie rauskommt. Stellen wir uns ein bisschen abseits. Ich hoffe, du bist in die gleiche Richtung gegangen wie ich. Obwohl, da sehe ich das schon, wo du rauskommst. Ich hab da, ja da ist sie. Da ist die Plakette. Du bist viel weiter vorne als ich. Ja? Naja. Aber du bist jetzt fast draußen. Oh, jetzt kommt Dreck. Gleich kommt sie, gleich kommt sie. Gucken, direkt am Baum wahrscheinlich hier. Unter dem Baum. Ah, das Schild wird schon heller. Ja, sag ich doch, direkt am Baum. Ah, ich wusste es. So, da bin ich. Da ist sie, hallo. Willkommen zurück im Licht. Ja. Ist so, und da hinten ist das Haus. Und hier vorne bin ich rausgekommen, da. Okay. Sehr das heißt, wir haben jetzt einen Eingang so hier direkt bis nach unten. Ja, toll. Zwei sogar. Dir ist klar, dass wir da hinten unterm Berg suchen sollten, ne? Also ich denke mal, dass das im Berg ist. Wir sollten uns tatsächlich einfach im Berg reingraben. Ja, ich glaube auch. So, den Kuchen, einen Kuchen stelle ich mal hier auf die Werkbank, können wir uns dann bedienen. Ja, wir sollten mal noch eine Truhe machen oder so. Ja, mach doch mal eine. Ja, warte mal, im Werkbank hast du ja da hinten. Ich habe gar kein Holz. Ist doch in der Dings drin, in der Truhe ist doch. Ja, aber ich dachte, du hast jetzt sowieso welches dabei. Egal, ich mach schon. Jupp. Ich mach mal gleich zwei. Ich mache hier einfach nur ein Flachdach drauf, oder? Ja, klappt, genau. Klopp einfach was drauf und gut. Muss ja nicht super schön aussehen. Ja, eben. Ach, hier ist ja noch eine zweite Truhe, verdammt. So, schmeißen wir den ganzen Kram. Oh, hier ist ein Creeper. Nein, nicht hochgehen, du. Oh, verdammt. Nein. Nein. So ein... Ah. Verdammt. Jetzt wäre mir beinahe ein böses Wort rausgerutscht. Ja, ich hab's vernommen. Hast du noch Dreck? Ich habe noch Dreck, ja. Ah, wir haben hier noch genug. Ich komm schon. Okay. Da liegt noch eine Tür rum. Ja, die brauchen wir. So, siehst du? Gut. Hast du das Holz alles eingesammelt? Ja, alles. Der hat ja alles kaputt gemacht. Ja, gut, aber ich meinte das, was du einsammeln konntest. Ja, das habe ich. Aber das war's dann auch schon. Hast du die Tür? Ja, die habe ich. Gut. Wir brauchen auch noch Birkenholz, ne? Ja, brauchen wir auch noch. Hatten wir nicht irgendwo auch eine Axt? Ich glaube. So, nein, warte, hier wollte ich hin. Nee, wir hatten keine Axt. Dann mache ich mir einfach eine. Diorit, bla bla bla. Das Eisen kann ich gleich mal brennen. Zack. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Keine Stöcker, kein gar nichts. Pilze, die Smaragde. Die Diamanten, da hatten wir doch hier welche, genau. Jetzt haben wir schon mal 16. Ich nehme mir schon mal raus und fange schon mal mit der Rüstung an, ja? Ja. Also machen wir erstmal den Helm. Nein. So. Zack. Dann Schuhe. Nehmen wir erstmal die Kleinigkeiten. Oh Mann, was ist los hier? Die Schuhe. Kriegen wir noch eine Hose zustande? Ah, ganz genau. Zack. So, jetzt haben wir keine Dias mehr. Ja, das ist ja egal. Wir brauchen die ja eh nur für das Zeug da. So. Ich lege die Rüstung erstmal hier rein. Mhm. Chip, chip. So. Das heißt, wir haben. Uns fehlt jetzt noch eine Brust. Mhm. Brustpanzer fehlt noch. Ein Bogen. Auch noch. Ein Bogen. Und Schaufel. Spitzhacke hatten wir ja schon, oder? Nee. Doch. Nee, weiß ich gar nicht. Genau. Nee, Spitzhacke haben wir noch keine gemacht. Dia-Spitzhacke haben wir noch nicht gemacht. Okay. Und Axt und, ach, hast du nicht gesehen. Also wir müssen noch einige Diamanten finden. Mhm. So, die Tür habe ich, die setze ich schon mal einfach ein hier. Zack. So, hast du die Axt jetzt dabei? Ich mache mir gerade eine. Ah, okay. Den Boden hast du fertig gemacht. Lapis, dies, das, jenes. Hier, du kannst mal Eichenholz besorgen gehen, bitte. Okay. Wieso hast du das jetzt nicht gemacht? Weil du das machen kannst. Warum soll ich das machen? Weil du besser bist. Im Holzhacken. Sowas, ja. Na gut, gehe ich halt Holz hacken. Ich hacke das Holz, ich hacke das Holz.
So, ich glaube, jetzt haben wir auch schon genug. So viel werden wir nun auch nicht brauchen. Könnte vielleicht noch der ein oder andere Apfel rausfallen, obwohl wir Essen ja nun auch genug haben. Ja, das ist eigentlich okay. Fürs Erste haben wir auf jeden Fall genug. Ja. So, dann... Schwupp. So, das Fenster lasse ich hier mal drin. Wollen wir das so direkt neben der Tür oder einen freilassen? Einen freilassen. Ja, nee, mach mal, mach das nicht da. Nee, das sieht doch doof aus. Mach hier eins hin. Nee. Mach hier eins hin. Das ist designtechnisch viel cooler. Direkt am Bett, dass man uns direkt beim Schlafen zugucken kann. Genau. Ach, du fängst schon an aufzuräumen hier, ja? Ja. Olenia macht schon wieder Inneneinrichtung. Ich habe nur aufgeräumt ein bisschen, weil ich glaube, dass wir hier sonst durcheinander kommen. Das muss ja nicht sein. Guck mal, du könntest das Dach noch fertig machen. Ja, gib mal her, dann kannst du in der Zeit aufräumen. Oha, das sind aber viele. So. Dann sollten wir jetzt ja eigentlich schon fast den Shelter von unserer Liste streichen können. Ja, also zumindest so gut wie... Ja, einen Unterschlupf haben wir ja nun dann wirklich fertig, ja, wenn wir ein Dach drauf haben. Oh, die Sonne geht unter. Legen wir uns gleich hin zum Schlafen, wa? Mhm. Ja, einmal Kiste zerstört. Mhm. Hab's gehört. Wir sollten da drinnen wahrscheinlich jetzt auch gleich mal Fackeln aufstellen, ne? Oder hast du ja schon welche? Nein, nein, das sollten wir unbedingt machen. Oh. Was denn? Zack, wird's dunkel. Kaum hast du was gesagt, irgendwie wird's hier drinnen dunkel. Ja. Ey, guck mal, das sieht irgendwie cool aus. Ja. Sieht aus wie so ein Schornstein. Das hat was. Zwar aus Holz wäre ein bisschen unklug. Ja. Aber naja, kann man schon ins Bett? Kann man den Kuchen abbauen, weißt du das? Nee, ne? Den kann man nur essen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Legst du dich auch ins Bett? Warum? Weil es dunkel ist. Weil Schlafenszeit ist. Ich war noch nicht so weit. Ah, immer diese Nachtmenschen. Ja, schrecklich, ne? Widerlich. Naja, eigentlich nicht. Wir bräuchten noch eine Truhe. Hast du noch Holz? Ja, ich habe noch Holz. Ja? Ich mach noch eine, warte. Eine oder zwei? Also eine Doppeltruhe oder eine einfache? Mach mal eine Doppeltruhe. Nein. So. Wo haben wir denn noch Platz? Hier, direkt hier neben die Werkbank? Nein, hier drüber. Drüber? Ja. Danke. Bitte. Dass weiter nichts ist. Wo ist denn das blöde Buch? Achso, das ist noch draußen, ne? Mhm. Ich will mir das jetzt nochmal angucken. Vielleicht verinnerliche ich das dann etwas mehr. Was haben wir denn hier noch? Erfahrungsfläschchen und Trank der Heilung. Ach, hier ist noch eine Holzspitzhacke und so. So, also schauen wir nochmal rein. Also, Bild des Shelter, das haben wir jetzt fast fertig. Wir können das Buch ja auch gar nicht bearbeiten, ne? Nein. Finde einen Diamanten. Das haben wir auch erledigt. Also definitiv, wir haben mehrere gefunden. Wir sollen auch noch drei Kohleblöcke craften. Mhm. Und dann den verfluchten Dungeon finden. Mhm. Ach, und Find the Pumpkin Man's Hideout, das haben wir auch gefunden. Den Unterschlupf des Dings-Fuzzis da. Den haben wir auch. Die geheime Bücherei, die haben wir noch nicht gefunden. Nee. Und dann... Ah, make a full set of iron ore diamond armor and diamond tools. Ach so, das war's. And a diamond tools. Was heißt das jetzt? Ist das, hier steht and a diamond tools. Heißt das jetzt ein Diamant-Tool oder... Ich glaube, es ist gemein alle. Oder alle, das ist ja irgendwie... Wir machen einfach alle, dann sind wir auf der sicheren Seite. Falls wir überhaupt so viele Diamanten finden. Ja, wenn nicht, dann eben nicht. Ich nehme das Buch jetzt noch mit rein. Ja. Und welche Kiste hättest du das gerne? Nicht in die, lass uns nochmal eine machen. Hast du noch Holz? Ja, ich habe noch Holz. Mache ich jetzt aber nur eine kleine. Ja. Notfalls kann man die auch einfach erweitern. Ich versuche mal, ob ich den Kuchen abbauen kann. Nein! Ist er weg? Kann man nicht, der geht kaputt. Oh nein, aber wir haben noch zwei Kuchen. Wir haben noch zwei.
Das hätte sie gerne in die Ecke, oder was? Nein, 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 nein. Ja, ist doch gut, ist doch hier gut. Hier über die Einzelnen. Bleiben Sie ganz ruhig, Frau Mulenia. Alles wird gut, alles wird gut. So. Ich mache ja nichts. Ich habe noch eine Werkbank. Hättest du noch gerne eine Werkbank? Nein, hier machen wir dann unsere ganzen Errungenschaften rein. Errungenschaften rein, genau. Hier ist eine Kruschkiste, da kommt alles rein. Hier oben. Hier ist Stein und Eisen. Und hier ist nur Essen. Stein und Eisen. Und da ist nur Essen. Okay, genau. Essen habe ich jetzt nur 6 Fleisch dabei. Die behalte ich einfach mal. Ja. Oh Mann, der Part ist schon wieder zu Ende. Dann Dole. Kies, Kies, Erde, Erde, Erde. Ach, das war die Sammelkiste. So. Ich weiß, das ist gerade total interessant, das alles zu sortieren. Das solltest du mal in anderen Let's Plays machen. Nö. Aber da hast du ja keinen Bock drauf. Da hast du alles nur Kruschkisten. Oh ja, ein bisschen Deko, ich weiß. Hallo. Hm? Es ist fertig. Der Part ist zu Ende. Ja, ist okay. Wir können den Part beenden. Super. Gut. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.